Sorry. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren zum sechsten Game. Zum sechsten Game. Let's Climb League. Wir haben das letzte Spiel mit Irelia gewonnen. Kann man natürlich verloren. Nicht gewonnen. Kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb machen wir es gerade wieder. Also, wenn es darum geht, ihr verliert mit dem Champ. Gleich wieder spielen. Gleich direkt weitermachen. Nicht so aufgeben und rumweinen und alles. Und ja, ich sehe gerade, ich bin der Einzige, der letztes Mal Silber war. GG. Ganz wichtig, wenn ein Blitzcrank lang am Laden ist, immer. Jesus Christ. Alter, was los? Scheißdose. Immer, easy. Immer Pull-Moll zuckerfrei futtern, damit es im Hals nicht kratzt, weil wenn es im Hals kratzt, wird er einfacher gegankt, weil er immer im Dschungel rumhustet. Von daher, immer Pull-Moll nebenbei futtern. Oder bereithalten jedenfalls. Und nicht so laut an Zähnen rumklappern, weil das hört man. Ja. Weil das hört man. So. Gerade so ein Warwick, der macht sein Geruchding an und dann riecht er das, wenn er einen schlechten Atem hat. Also immer Pull-Moll rein. Tick-Tack geht auch. Und so gewinnt man. So Leute, wir sind in-game jetzt. Hau mal rein. Zwei davon, eins davon und hier entlang. Go. Dahin gehen wir. GL All. Glück liegt im All. Ja, kleiner Astronaut. Netter Typ. Arthrax hat Teleport. Arthrax ist halt echt eklig, wenn man den fightet. Ich weiß nicht, der ist halt. Also ich spiele ihn selber echt gern, weil er so. Sich heilen kann. Ja. Immer schön dehnen hier am Anfang, ne? Bisschen die Hüfte schubbeln. Und die Messerchen fliegen lassen. Komm, helf mir da, Pulldon-Tor. GG. Ja. Da warten wir. Einfach weil es cool ist. Boah, boah, juckt. Nur ein bisschen gelb. Juckt immer noch. Wir sind unten. Ach Leute, sie und Support. Ob das gut läuft. Thanks, Dude. Direkt einen Trank reinwerfen. Und weiter geht's. So spannend. So, diesmal läuft schon mal besser im Jungle als letztes Mal. Castet ihn gegen Serat, der kann halt nachher übel gut dodgen. So, Freunde der Nacht, wir können sogar noch weitermachen. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Er ist AFK. Job. Ja, das ist wichtig, das wissen viele nicht. AFK sein ist das neue Gewinnen. Was machen die so? Nix. So.
So. Wie gesagt, kann man so und auf sich sitzen lassen, direkt nächstes Spiel spielen. Weil dann läuft's auch. Das ist so, dann läuft's. Haben die da viele Escape-Leute? Ich weiß nicht. Verschlinger. Gegnerischer Jungle, nee. Wir bleiben hierbei. Läuft einfach besser. So, schneller, schneller. Also trödeln dürft ihr nicht. Nicht so wie der Kassadin, der AFK rumsteht. Jetzt nicht mehr. Weil wer trödelt, verliert. Oder gewinnt manchmal. Also wenn man manchmal unterm Tower steht und die Gegner sind greedy, dann ja, jetzt gehen wir wieder hoch, smiten den dicken Frosch, den Mr. Gromp. Weil der hat es halt verdient. Und wir bekommen unseren coolen Giftbuff. Bam! Gucken wir, was wir oben machen können. Nice. Der Flash. Fuck shit. Wir pushen Tower direkt. Der Onkel muss zurück. So, wir gehen zurück. Lol. Ein Eierkopf. Nein! Nicht wie das letzte Mal. Oh, Alter. Sehr, sehr risky. Sehr, sehr risky. Schade. Aber okay. Jetzt müsste eigentlich gleich irgendwo ein Warwick kommen. Aber nö, der schläft auch. Good job. Ja, die Passive ist raus. Das ist halt einfach das Brutale an Aatrox. Einfach der Scheiß, dass der jetzt nicht tot war. Lol, jetzt stirbt er. Nicht. Die Riven, die macht den. Good job. So. 4, 5, 5, 6. Warwick hat sich noch nicht gezeigt. Darunter müssen wir. Smite! Zack. 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 Klingen. Vergessen. Zack. Zack. Egal. Zack. Zack. Wie sieht's da aus? Die pushen die Säcke. So, 3 Sekunden Blue. Bam, nice. Sag ja. Mit der Vorbereitung, Jungs, so läuft das. So, jetzt gehen wir da rein. Und go. Boah, lol. Der Flash. Der Flash ist raus. Der Eierkopf hat nirgendwo gewartet. So, mal gucken, wo der Warwick ist. Immer scharf bleiben. Ein Verbündeter wurde getötet. Nirgendwo, hier mal nicht. Geh mir wieder zurück halt. So, wir gehen wieder auf Rüstung, weil diesmal sind halt auch Leute dabei, die uns nerven könnten. Geben wir dem Boy gleich Blue.
Der geht zurück, hat er voll verstanden. Good job, macht er nicht. Versteht er nicht? Nice. Kasadin schläft. Ah, die haben jetzt gesteelt und. Nice. Good job. Gesteelt und leben noch. Richtig gute Scheiße. So, wir haben Ulti. Da war der Warwick gerade. Der war immer noch nicht zurück. Ja. Das macht ja nichts. So. Schön. Drake, ja, es war irgendwie komisch, wo der Warwick die ganze Zeit war. Finde ich jetzt immer noch komisch, aber ja. Der hat halt gefarmt, der Junge. Macht ja auch nichts. Zack. Zack. Oh lol. Was da so abgeht. Nicht viel. Boah, mach ihn. Gib ihm. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Nee, der Boy ist zurück. Schade. Ja, gewartet. Halt, ne? Ist der allein unten? Was macht er? Nichts special. Aber bis jetzt ist wirklich, passiert nicht viel, sehr ausgewogen. Ist keiner dabei wie das letzte Mal, der dann so brutal drauf feedet. Gut, wie wir. Nee, aber wie gesagt, man lernt ja aus Fehlern. Immer schön ruhig, nicht so greedy sein wie am Anfang. Da schön beim Aatrox. Lieber drauf verzichten. Bam. Alter, den Damage, the fuck. Tiamat, GG. Scheiße, Alter, noch ein bisschen drauf. Da wäre der Boy kaputt gewesen. Kaufen wir vielleicht mal was anderes, Rüstungsdichte, nee. Angriffstempo, magischer Schaden beim Treffer, ja. Good job, noch eins, good job. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Was macht der dann? Ach so, es war sein Passive, okay, alles gut. Alles gut. Das war gerade nicht so gut, Jungs. Das war nicht so gut. Kurzer Zeit, viele tot. Was macht eine Farm? 82. Da laufen Weiber durchs Bild. Keine Ahnung. Zack. Zack. Zack, zack. Oh, lol.
Schade. So, 1 Minute, Dings gleich, Bums. Soon. Ich würde halt da gern was machen, aber es ist halt einfach. Kennt ihr das? Wenn manchmal. Wenn manchmal scheiße. Jetzt geben wir mal aufs Gesicht. Jetzt geben wir mal. GG. Nein. Oh. Gut. Das da läuft, das Game läuft. Track ist wichtig, Jungs. Wow. Good job. Nice flash. So, Jungs, wir müssen nicht übertreiben. Locker flog ich daher. Drake machen, easy. Ja, konzentrierter bei dem Spiel und dann läuft der Hase. Wie viel Schaden machen wir? Bam! Unser zweiter. Boah, lol. Was macht der? Macht er? Oh. Tschüss. Easy. 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 Easy, easy, easy. Easy. Gut. Weiter geht's. Ja, locker, oder? Wenn man genug Geld hat, immer ein Wort mitholen, zum Beispiel eine pinken. Schön. Ich gehe hoch. Du. Nummer 6. Kann man die Krabbe smiten eigentlich? Ja. So, das Miss. Ja. Ich hol dir den scheiß Blub auf diesmal, du Eierkopf. Die Riven hat Bock. 4-1-2. Good job. Also Botlane ist im Moment immer so ein bisschen zäh. Das passiert nochmal, wenn ich keinen Support spiele. Ja.
Easy. So, machen wir uns erstmal noch Red Buff. Wie sieht's aus? Der Warwick ist halt nur eklig. Smite! Wahrer Wille kann nicht bezwungen werden. Oh, lol. Übel Trap. So. Jetzt. Hau mal rein, oder was? Bam! Bam! So. Ab und zu mal die Kräfte bündeln, wie hier. Oh, lol. Und dann ein Tower einfach einreißen. So. Geh mal in Mitte. War gut. Zack. LOL! Die Wahnsinnige. GG. GG. Boah, lol. Boah, lol! Nein! Wie gesagt, wir hauen ihm einfach selbst eine rein. Bam! So machen wir das. So machen wir das einfach. Zack, Smite. Puh. Was macht der Red Buff? Ich glaube, den hat er gehabt, oder? Den habe ich umgebracht, ja. Okay. 50 Seconds. 50 Shades of Drake. Wisst ihr? Weil jetzt im Kino und so. Tschüss. Oh lol, was hat der Boy? Haben wir wieder letzte Eierkopf. Nice. Ich hab ja, merci Jungs. Ah, ja, die Riven ist gut drauf. GG Riven. Aber wie gesagt, wenn wir uns mal warm gespielt haben, deshalb immer zuerst ein Ranked spielen, verlieren, ja, und dann neuen Mut holen, direkt weitermachen, weil, wie man sieht, es bringt was. Bringt einfach was. So ist das. Wir sind selber viel besser drauf, alles easy. Und das liegt am Pull Moll, sonst riecht euch der Warwick. So, was haben wir? 2500, 2600 Gold? Keine Ahnung, was machen wir denn? Rüstung. Na. Guck mal hier. Machen wir mal so. Packen uns wieder eine pinke ein. Unsere steht immer noch. Pinke kann man nicht genug haben. Ja. Da pingen wir noch einmal freundlich. Die hat Bock. So, Spunny hat Bock. Uff, jeden. Oh, okay. Wir gehen jetzt einfach rein. Ich komme. Ausweichen. Was macht er?
Ja klar, soll ich da stehen bleiben? Ah. Ah, aua. Aua. Der hat auch Bock. Der Draven. Rein! Ja, okay, jetzt gehen wir zurück. Das war lustig und so. Jetzt gehen wir zurück. Wir haben drei Drakes, das merkt man auch. Wir sind einfach ultra fast. Wir sind jetzt fast and furious. Wir driften die jetzt gleich alle um. So. Bam! Und weg ist er. Boah, es macht die Riven. Verrückte Sachen. Guck mal, da kommen sie alle. Die haben all Bock. Ja. Easy. So, jetzt gehen wir hier noch rein. Und jetzt gehen wir raus. Und jetzt gehen wir wieder rein. So machen wir das. Rein und raus. Nice. Weg ist er. Putz! Bam! Zack! Snipe! So. Reiß den Tower ein. Jetzt zu Phasen. Reiß den Tower ein, alle zusammen. Reiß den Tower ein. So, jetzt gehen wir zurück. Immer cool bleiben. Cool bleiben. Wir gehen nicht zurück. Ja. Die haben Bock. Aber wir halt nicht. Deshalb gehen wir halt wieder. Tschüss. Oh, der Warwick ist heiß hier. Was macht er, Alter? Was macht er? Ja. Manche Leute, ja. Es ist halt das Problem, wenn sie das Spiel dreht wie wir beim letzten Mal, dann macht man übereifrige Sachen, um halt coole Plays zu machen. Aber man ist gar nicht so cool. Das ist dann halt das Problem. So. Wir geben jetzt Gas. Wir gehen jetzt auf. Aua! Auf Damage. Gut. 1 Minute Drake. 4-1. 8-1-3. Ja, die Riven, die kassiert. Champions. Und tschüss. Der Boy kassiert. Und nicht nur er, seine Kollegen, auch seine ganze Familie wird kassieren, ja. So, jetzt pushen wir hier rein. Jetzt kommt gleich ein Grab. 3, 2, 1. Grab. Nee. Volles Minion gecrapped. Gut, job. Okay, scheiß drauf. Aber verdammt geslowt. Der Tower macht mich fertig. Der Tower macht mich fertig. Fertig. Oh. Jetzt geht's ab. Komm, reiß den Tower ein jetzt. Hopp.
Weg! Boah, jetzt will das wissen. Lol, der Flash. GG. Ja, jetzt wollen die Jungs wissen. Ich komme. Wie auf Kohlen. Seht ihr das? Wie auf Kohlen. So sieht man aus, wenn man Bock hat. Ja, Hund liegt auf der Couch und chillt. Alles easy. Bam. Wow. Jetzt wird mir hier die Action ein bisschen zu heiß. Lol. Aua. Aua. Ja, Drake ist trotzdem wirklich Pech gehabt. Zweimal hintereinander gestorben. Mann. Ja, sieht halt übel schlecht für uns aus. 23,8. Richtig schlecht. Knie juckt schon. So schlecht. Verteidigt den Tower, sonst verlieren wir. Seht ihr? Oh. Geil. Geil, Sion. GG. Der Damage ist halt asozial von der Ollen. Die Ulti. Wutz. Wir gehen uns mal die Blue holen. Ja. Läuft. Guck mal, fangen wir da an. Zack, 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 zack. Los, Drake! Komm bei! Drake, da, wie heißt der Dicke? Baron. Nö, die haben keinen Bock. Dann ich auch nicht. Alter, machen wir einen Schaden. Leck mir am Zügel. Hier, immer noch, Baron. Komm, go. Soll ich den Solo machen? Easy. So, ja. Schwupp und Shopping. So, also wir kaufen jetzt nur noch Schwerter. Das ist der Plan. Stopp. Vorher noch Sicht und go. Was macht dann er? Was macht dann er? Wo läuft denn er hin? Das ist so geil. Der Warwick hat keinen Bock mehr. Hä? Lol. Und tschüss. Asozial. Der Schaden. Boom. Ja, jetzt haben wir zwar Angriffsgeschwindigkeit, aber kein Abklingzeit mehr. Das verwirrt schon. Gott, der Damage. Easy. Mehr Messer. Woo! Ja. So, das war die sechste Runde. Let's Climb League. Wir haben gewonnen. War ja klar, weil, wie gesagt, wenn man verliert.
einfach wieder und gewinnen. Das ist einfach das Problem bei vielen. Die checken das nicht. Doch, man muss mit dem Messer rumwirbeln können. Man muss dann ein bisschen üben. Man muss sich warm spielen vorher. Haben wir jetzt zwar im Rank gemacht, aber das ist ja wurscht. Das Ergebnis zählt. Nämlich bis hoch auf die Ladder. Ja. So. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da.